Luca, hi! Du musst Sandra sein, ne? Richtig, ja, ja, genau. Freut mich, dass, freut mich auch. Dass wir heute das Date haben. Candlelight-Dinner, ne? Bin ich wirklich total begeistert. Ich auch! Dass das mit dir geklappt hat. Schön, schön, schön. Okay. Ja, kannst du jetzt aufhören? Ich würde dann sagen, setzen Sie sich mal. Ach, so schon mal. Ich schieb ihn mal. Kein Ding! Das Gleiche mache ich doch genauso für Sie. Ich helfe Ihnen, warte, ich helfe Ihnen. Können Sie mir vielleicht auch noch mal kurz helfen? Gar kein Problem. Okay. Sitzen Sie gut? Ich sitze perfekt. Perfekt. Wahnsinn. Ja, irgendwie sitze ich noch ganz schön weit entfernt vom Tisch. Soll ich mal helfen? Ich setze mich dann mal hin. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das packe, aber soll ich hinkriegen. Schön. Ja, Sandra, freut mich, dass es hier heute klappt, unser Date. Jetzt zieh die Brille mal lieber aus, ne? Ja, ist, immer ganz gut, wenn man die Person dann doch nicht so erkennt. Ich bin auch. Ach, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freut mich, dass das hier geklappt hat mit dem Tisch. Natürlich, das waren die einzigen zwei Plätze, die wir noch hatten heute Abend. Ja, das freut mich sehr, dass es hier so ein schönes Ambiente. So eine dunkle, ruhige Stimmung. Aufputschmittel. Ich sehe schon. Prost auf den besten Abend meines Lebens. Sandra. Super, danke. Oh, edler Tropfen. Das ist ein ganz, ganz seltener Rotwein. Da freue ich mich. Soll ich ihn noch mal in den Stuhl ranschieben? Nein, danke. Ich kann ihn auch noch mal dann heute Nacht den Stuhl ranschieben. Ja, es freut mich, dass wir... Hunger. Einfach Hunger. Was hast denn du bestellt? Sag mal, ich finde nämlich immer, das, was eine Person isst... Oh, da kommt aber viel weißes Zeug raus. Also, bei mir auch. Ich habe mir tatsächlich einen Snacksalat Classic bestellt, einen Chicken Burger und die Curly Fries, weil ich habe in meiner Hose tatsächlich auch eine Curly Fries. Dazu noch eine süß-saure Soße, so würde ich meinen Charakter auch beschreiben. Ich kann süß sein, ich kann aber auch sauer sein. Mhm. Wie würden Sie Ihren Charakter beschreiben? Heiß und fettig. Genauso wie die Mayonnaise. Soll ich hier nochmal den Stuhl ranschieben? Dann können Sie mal die Schnauze. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Appetit. Ich auch. Ich habe halt eben kein Wasser mehr, sorry. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann auch seine Nebenmann. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Es freut mich, dass wir da zusammen hier heute unterwegs sind. Darf ich mal eine Pommes probieren? Mhm. Nehm eine Pommes in den Mund und geh auf Sandra zu. Ja, danke. Später vielleicht. Mein Bauch. Wie schmeckt es Ihnen bisher? Ja, richtig gut. Hm. Das ist mein Lieblingsessen. Hm. Aber Mayonnaise ist mein Lieblingsessen. Ja. Ich habe mal eine andere Frage. Fragen Sie mich alles, was Sie wollen. Ich finde Transparenz extrem wichtig. Was ist denn Ihr Beruf? Darüber möchte ich nicht reden. Sag! Okay. Ich merke schon, Sie sind eine sehr temperamentvolle Frau. Richtig! Wie wird es geschrieben? Kennen Sie sich aus mit Rechtschreibung? T-E-M-P. Und dann wie Temperatur. Hm. Da haben Sie recht. Mögen Sie Tomaten? Ja. Wollen Sie meine Tomate? Ja, das war auch mal voll. Hallo. Danke. Ich finde nämlich Gabeln und Messer überbewertet. Braucht man gar nicht. Warten Sie, ich sehe, Sie sitzen ein bisschen weit weg vom Tisch. Zeig deine Liebe. Mache Sandra Komplimente. So von der Art und Weise, wie sie reden, das ist schon auch die ganze Ästhetik in dem Gesicht und so, das ist schon... Haben Sie was gegen meinen Damenbart? Nein, das finde ich super. Mhm. Das ist ja genau der Grund, warum ich mich mit Ihnen treffe. Ich habe ja so einen Fetisch. Ich liebe Damenbärte. Schön. Ja. Ich stehe auch auf Bärte. Wo ist denn Ihrer? Oh, können Sie noch mal kurz ein bisschen reden? Wo ist denn Ihr Bart? Mein Bart? Mhm. Unten im Erdgeschoss haben wir eine Toilette und eine Dusche. Ich finde es aber auch echt schön, Sie haben so eine engelsgleiche Stimme. Ja? Auch diese Ringe in den Ohren. Ja. Steht es dafür, dass Sie Audi fahren? Oder was fahren Sie für ein Auto? Mercedes AMG Coupé. Oh, das ist mein Lieblingsauto. Mhm. Krass. Was fahren Sie für ein Auto? Ich fahre Fahrrad aktuell. Aber ich habe auch ein Tandem, also, wenn ich es mal mitnehmen soll. Nein, danke, ich hasse Sport. Okay. Was machen Sie denn jetzt beruflich? Gar nicht gecheckt.
Pommes sind irgendwie wieder krass geworden. Scharf. Könnten Sie mal einmal kurz auf den Rücken schlagen, vielleicht? Ich glaube, ich ersticke gerade. Gar kein Problem. Beruflich bin ich in der Videoproduktion tätig. Das hat was mit der Produktion von Videos zu tun. Woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Bielefeld? Gibt es die Stadt überhaupt? Ja, richtig. Hm. Wo kommen Sie her? Das ist interessant, ich komme aus der Nähe von Bielefeld. Mhm. Auch, ja. Wo genau? Ja, aus einer kleinen Stadt daneben. Das ist eigentlich nicht so der Rede wert. Darf ich mal von Ihrem Burger beißen? Ja, klar, selbstverständlich. Also ich meine, teilen ist... Teilen ist wichtig. Ist wichtig für mich, ja. Was sagen Sie so die Haupteigenschaft, die Sie bei einem Mann suchen? Geld. Warum lachen Sie jetzt? Völlig verständlich. Habe ich Respekt vor. Finde ich auch super. Also die Ehrlichkeit ist bei Ihnen auf jeden Fall vorhanden. Was ist so eine emotionale Sache, wo Sie sagen würden, ja, das ist so, das finde ich sehr gut bei Männern. Kontostand. Vorstellungsgespräch. Frage Sandra nach Gehaltsvorstellungen und möglichen Start der Beziehung. Wieso? Wieso die Frage jetzt? Nee. Für mich ist es persönlich einfach nur wichtig, was über die andere Person zu lernen. Mhm. Aber irgendwie fragen Sie nur Sie Fragen. Sie Fragen. Was ist das da? Meine Eikos. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier rauchen darf. Nehmen Sie Drogen? Ich nehme keine Drogen, nein. Schade. Du bist meine Droge. Was sind denn so Ihre Gehaltsvorstellungen? Meine persönlich nur das, was mein Freund dann verdienen soll. Können Sie ja beides mal beantworten. Bei mir persönlich kann es gerne null bleiben. Mhm. Aber wenn mein Partner dann dementsprechend sehr gut verdient. Sehr gut, ab 5 Mios im Jahr. Okay, und Sie beziehen dann Burgi-Geld? Ja, genau. Ja, aber ist ja auch, also was ich bisher wirklich am meisten an Ihnen schätze, muss ich wirklich sagen, ist die Ehrlichkeit. Dass Sie mich auch an Ihren inneren Werten teilhaben lassen. Was sind so Ihre inneren Werte? Ihr Blinddarm fehlt ja. An den Mandeln auch. Was ist so Ihr... Ich möchte nicht mehr antworten. Können wir jetzt eine Minute ganz kurz leise sein? Schlechte Luft. Sandra hat gefurzt. Weißt du, wie du richtig beweisen kannst, dass du ein Mann bist? Mhm. Halt deinen Finger unter das Feuer. Echt dir. Echte Männer. Unter das Feuer oder ins Feuer? Ins Feuer. Können Sie mal aufhören, mich zu belästigen? Sag mal, haben Sie gerade richtig fett einen fahren lassen hier im Restaurant? Ey, du? Also, wenn ich bei einer Sache, und da bin ich Ihnen jetzt auch ganz ehrlich, weil Sie waren ja bisher zu mir auch sehr ehrlich, wenn ich eine Sache überhaupt nicht mag, dann werden Leute furzen. Das würde ich niemals machen. Also, das stinkt ja komplett. Ich habe nicht gefurzt. Sie haben nicht gefurzt? Uh-uh. Was ist denn das dann für ein Gestank? Immer wenn ich scheiß Menschen kennenlerne, benutze dein Deo-Spray, welches du in der Hosentasche hast. Und dann stinken sie generell einfach. Ja. Jetzt gerade. Ja. Liegt an Ihnen. Was ist denn so? Boah. Wollen Sie Kinder?
ich kann mein Wrap noch essen. Ja, 5. Wann? Heute. Digga, hier ist es so nebelig, Mann. Darf ich nochmal von Ihrem Burger abbeißen? Ja, klar. Klein bisschen können Sie sich auf jeden Fall noch nehmen. Alles in Ordnung. Wollte ich auch nicht mehr. Alles gut. Ob ich das ablecken kann? Mhm. Das ist das erste Date. Ich würde mir das bis dritte Date aufbewahren. Bei mir ist es nämlich auch so, dass ich keinen Sex vor der Ehe habe. Und auch generell in der jeglichen Hinsicht ein bisschen vorsichtig bin. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt das erste Date hier in so einer schönen Umgebung haben. Sie haben mir so einen Popel. Oder soll ich das kurz mal mit meinem Pullover wegmachen? Könnten Sie auch, ja. Ja. Hier ist irgendwie ein Wasserschaden. Weiß ich auch nicht, wo das herkam. Hier? Hier ist ein Wasserschaden. Das kam irgendwie aus der Decke. Haben Sie ein Lieblingslied? Where Them Girls At von Flo Rida. Mhm. Und hier ist? Bling Bling von 24 Dim. Mir geht es auch gar nicht so groß um die Musik, sondern einfach um den Text. Es geht um Emanzipation, es werden Nachkriegsthemen behandelt. Steh jetzt auf und mach Liegestütze. Deo ist immer gut. Sind Sie ein Jeremy Fragrance-Fan? Großer Fan, ja. Machen Sie Sport? Nee, sehen Sie es nicht? Dachte als Medizinball. Und Sie dann als Stoßstange, ne? Fußballpfosten. Ja. Haben Sie generell Pläne, aus Bielefeld wegzuziehen, oder? Nee. Nee? Wohnen Sie da gerade allein? Ja. In einer Wohnung? Ja. Wie groß ist die? Ja, 60 Quadratmeter. Nee, 20. Das ist ein Raum. Eigentlich wohne ich auch in der WG. Wenn meine Schwestern ihr wollt. Weil ich es nicht schaffe, alleine zu leben. Wollen Sie eine Curly Fries? Warum essen Sie jetzt eigentlich die ganze Zeit mein Essen? Sharing is caring. Aber danke, dass Sie mir was angeben. Sharing is caring. Was sind denn so Ihre Hobbys? Haben Sie da, Chill. Haben Sie da irgendwelche? Ja, ich gehe total gerne laufen. Mhm. Karneval ist mein Hobby. Mhm. Und war's auch schon. Hm, okay. Und ihr? Ich lese gern. Ich reite gern. Ich mache Hobbyhorsing. Und in meiner Freizeit spiele ich gern Schach. Was ist Schach? Schach, habe ich gesagt. So. Akustisch, nicht ganz verstanden. Ja, kann mir mal vorkommen, wenn man schlechte Ohren hat. Mhm. Haben Sie gesundheitlich irgendwelche Probleme? Ah, ich bin fett. Fettleibigkeit, das ist eine Krankheit, glaube ich, ne? Wo es mir gerade einfällt. Ich habe doch einen Beruf. Fahnen schwenken? Mhm. Sie haben auch eine ordentliche Fahne, ich habe schon gerochen. Machen Sie das hauptberuflich, Fahne haben? Mhm. Wo machen Sie das? In meinem Verein. Fahnenschwenkverein? Da schwenken wir einfach 1,5 Stunden. Die Fahne. Was ist auf der Fahne drauf? Ja. Eine Fahne. Nee, ich kann Ihnen sagen, was drauf ist. Mhm. Mein Gesicht. Die schwenken alle ein Gesicht in Fahnen. Ja, wir sind eigentlich nur eine Person. Ah, nur Sie. Das ist Ihr Verein. Ja, mein Verein. Sprich über deine Motorsporterfolge. Sind Sie Fußballfan? Ja. Von? Alemannia Aachen. Ich bin ein riesiger Rennsportfan. Ich habe Ihnen auch etwas mitgebracht. Das ist eine Kette, die ich bekommen habe, weil ich den dritten Platz bei den Motor Games, das war ein Twitch-Event von Papa Platte, da habe ich den dritten Platz gemacht. Bei von wem? Papa Platte. Was ist das denn? Der Gründer des Plattenspielers. Ist es was wert? Ja. Was denn? Den dritten Platz bei den Motor Games von Papa Platte. Vom Gewicht her? 100 Gramm.
Aber was ist das? Gold? Bronze. Aber auch nicht. Schenke ich sehr gerne zurück. Wäre es Gold, dann ja. Eigentlich schenkt man keine Geschenke zurück, aber in Ordnung. Haben Sie bereits irgendwelche Sachen gewonnen im Leben? Tatsächlich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie was gewonnen. Naja, Ihren Schulabschluss haben Sie ja im Lotto gewonnen anscheinend. Ja, den habe ich nicht mal gewonnen. Wie würden Sie bisher so unser Date einstufen? Haben Sie oft... Extrem gut. Wirklich extrem gut. Waren Sie schon mal... Diese Tomate. Ja. Bau den Begriff Sitzpinkler in den nächsten Satz ein. Sie haben hier irgendwie... Ist halt die Frage jetzt, ne? Mir irgendwie die Tomate geben. Ja, mit mehreren Personen. Mit mehreren Personen? Ja. Waren Sie schon in einer Beziehung? Ja. Wie lief das so? War gut, war schlecht. Waren das eher so Stehpinkler oder Sitzpinkler? Stehpinkler. Sind Sie Sitzpinkler? Ich bin auch ein Stehpinkler. Mhm. Außer bei mir zu Hause bin ich Sitzpinkler. Ja. Aber ich finde, es kommt sehr auf die Person natürlich auch drauf an. Ich pisse auch im Stehen. Ja? Ja, ja. Und was machen Sie so beruflich? Fahnenschwenker. Bau den Begriff Zweisamkeit in den nächsten Satz ein. Herr Ober, können wir Sie entfernen? Haben Sie schon mal über generelle Zweisamkeit nachgedacht? Oder kommt es für Sie nur in Frage, ein Leben lang mit Ihrer Familie zusammenzuwohnen? Das ist schon eher so ein Familiending bei mir. Also sind Sie gerade eventuell auch gar nicht offen für... Eine Bezi? Eine Beziehung? Nee, eine Bezi heißt das. Eine Bezi? Ja. Mhm. Soll ich Ihnen einen Trick zeigen? Krass. Sind Sie mit dem Auto oder mit der Bahn angereist heute? Mit meinem AMG Coupé 500 PS. Entschuldigen Sie bitte für die Störung. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, sehr lecker. Mir ist aufgefallen, wir hatten leider die Soße vergessen für Ihren Salat. Ach, überhaupt kein Problem. Schmeckt auch so, ohne Soße. Alles gut. Sind Sie fertig mit Essen? Nee, ja, aber... Ja, also ich würde halt noch essen. Ja, nee, Entschuldigung, das Restaurant schließt gleich. Wir müssen Also, okay, dann ja, danke für die Soße. Sollen wir Ihnen das zum Mitnehmen einpacken? Nee, okay. Nee, passt so. Soll ich Ihnen schon mal die Rechnung bringen? Ja, also wir müssen ja gehen, oder? Ja, bringe ich Ihnen sofort. Okay, danke schön. Ja, mit dem AMG Coupé? Ja, genau, das war ja die eine Lau. Ja, das hätte ich auch so formuliert. Sind Sie denn dann jetzt morgen, müssen Sie wieder zur Arbeit oder haben Sie frei morgen? Sonst könnten Sie ja noch mitkommen auf den Kaffee. Bin verabredet. Sie sind schon verabredet. Ja. Wo geht's hin? Entschuldigen Sie, dass ich wieder stören muss, aber Sie müssen wirklich das Lokal jetzt verlassen. Können Sie bitte einmal die Rechnung zahlen? Ja, selbstverständlich. Teilen wir das uns die Hälfte dann nicht. Okay. Dann ich würde Ihnen, was haben wir hier, 74,30 Euro? Das ist nur die Servicegebühr. Ach so, bei welchem Betrag sind wir? Wir sind bei 4.560 Euro, bitte. Machen Sie 4.400, passt so. Gerne. Super. Vielen Dank. Schreiben Sie gerne auf den Tisch, wenn Sie möchten. Okay. Den Stift können Sie behalten, der ist im Klassen. Okay. Danke. Dankeschön. Freut mich dann, dass wir beiden hier unser Date heute hatten. Ja, ja. Hat mich echt sehr gefreut, Sie mal in echt kennenzulernen. Können Sie mir den Stuhl vielleicht nochmal wegschieben? Ja, selbstverständlich. Ja, danke. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und dass wir uns vielleicht demnächst auf ein neues Date wiedersehen. Ja, ja. Nee, wir schreiben dann auf WA, ne? Tschüss. Ciao, ciao.